Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 8, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein 10. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften. Berichterstattet der Kollege Abg. Klein aus Freigericht. Sie haben das Wort. Es geht um Gesetze und muss berichtet werden. Kollegen, Beschlussempfehlung des Rechtspolitischen Ausschusses. Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der LINKEN den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19/3540, und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Herr Kollege Honka für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann mich dem Berichterstatter nur anschließen. Es war eine gute Beratung im Rechtsausschuss. Nein. Zurück zur Sache. Wir hatten in der letzten Plenarrunde die erste Lesung dieses Gesetzes. Die Landesregierung hatte zugesagt, dass sie uns die Anhörungsunterlagen ihrer Regierungsanhörung zur Verfügung stellt. Das ist noch am Tage der Sitzung hier geschehen. Daher zuallererst einmal unser Dank dafür. Wir konnten daher die Beratung im Ausschuss durchführen. Es ist damit auch gleich fast schon abschließend. Es ist in der Sitzung noch ein Änderungsantrag eingebracht worden, von dem war eben auch die Rede, durch die Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und CDU. Dieser Änderungsantrag umfasst zwei neue Gesetze, zwei noch nicht betroffene Gesetze mit zwei kleinen Ergänzungen. Ich denke, die halten sich aber in einem überschaubaren Rahmen. Da die Frage war von der Fraktion DIE LINKE, ob das denn in dem Verfahren alles so zulässig und möglich ist, haben wir extra noch einmal ein Gutachten der Kanzlei hier eingeholt, die bestätigt, dass das Verfahren in Ordnung ist. Gleichwohl, damit wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite der Geschäftsordnung sind, beantrage ich hiermit formell die dritte Lesung des Gesetzes, damit auch dieser Änderungsantrag in zwei Lesungen gehalten werden kann. Ich empfehle dringend aber noch einmal denen, die die großen Bedenken hatten, darüber nachzudenken, ob wir nicht unmittelbar im Anschluss an die zweite Lesung in die dritte Lesung hier eintreten können, ohne einen Ausschuss dazwischen zu schalten. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Rentsch für die FDP-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kollege Honka hat Wesentliches ausgeführt, was ich grundsätzlich unterstreichen kann. Ich finde schon, es ist in Ordnung, wenn der Kollege Vizepräsident seitens der LINKEN im Rechtsausschuss die Frage stellt, ob auch ordnungsgemäß die Lesungen im Landtag durchgeführt werden. Ich finde, die Frage darf man stellen. Trotzdem ist es eigentlich ein unübliches Verfahren, wenn wir jetzt das so machen würden. Die inhaltliche Debatte haben wir beim letzten Mal geführt. Der schließe ich mich an in meiner Position dort. Die hat sich nicht geändert. Und aus unserer Sicht gibt es keinen Dissens bei der Frage, dritte Lesung anzuführen. Vielen Dank. Herr Kollege Rudolph, Sie haben das Wort. Als nächste Wortmeldung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf in der Tat ist nicht spektakulär. Die Änderungsanträge sind nachvollziehbar. Deswegen werden wir ihm auch zustimmen. Ich bin jetzt allerdings überrascht über die Ankündigung der CDU. Das war erstens so nicht abgesprochen mit den anderen Fraktionen. Fände ich jetzt auch nicht so in Ordnung. Das kann man machen. Uns wurde heute Morgen in der Geschäftsführerrunde gesagt, aus rechtlichen Gründen sei es zwingend geboten, dass wir am Donnerstag die dritte Lesung machen. Also, ich finde, wir haben das bisher vernünftig gemacht. Dann sollte die CDU auch bei einem vernünftigen Verfahren bleiben, und deswegen beantrage ich dann wie vorgesehen die dritte Lesung für den Donnerstag. Danke schön. Okay. Danke schön, Herr Kollege Rudolph. Keine weitere Wortmeldung, es ist die dritte Lesung beantragt. Bitte. Ja, das haben wir schon morgen halt besprochen. Es ist ja auch kein Beinbruch, Donnerstag sind wir noch hier. Deswegen stelle ich fest, dass die zweite Lesung vollzogen ist und dass wir zur Vorbereitung der dritten Lesung diesen Gesetzentwurf überweisen in den RTA. Dem widerspricht keiner, ist das so beschlossen, und am Donnerstag machen wir die dritte Lesung. Nein, fertig. Okay. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass wir für heute am Ende sind. Ich weise noch einmal darauf hin, für die Kolleginnen, die noch ein bisschen mehr Arbeit haben, 501 Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss,
510W Rechtspolitischer Ausschuss und 301P Innenausschuss. Und für die Kollegen gilt, um 19:45 Uhr fährt der letzte Bus zur Platte. Ich wünsche einen schönen Abend. Danke schön. Auf Wiedersehen.